Guten Tag, meine Damen und Herren, und seien Sie erneut begrüßt zu einer Predigt, die von der Kirche des ewigen Gottes produziert wird. Ich möchte Ihnen zu Beginn der Predigt eine Frage stellen. Haben Sie sicherlich schon von der Aussage gehört, dass Gott den Menschen erschaffen hat? Das weiß ja so gut wie jeder. Aber wussten Sie auch, dass es in der Bibel heißt, dass Gott sagte, lasset uns Menschen machen? Ein Bild, das uns gleich sei? Warum hat Gott diese merkwürdige Aussage getroffen? Warum hat er nicht gesagt, ich will jetzt Menschen machen? Und warum hat er dann auch gesagt, ein Bild, das uns gleich sei? Schauen wir uns einmal diese Stelle an, im ersten Buch Mose, im ersten Kapitel, die Verse 26 und 27. Hier wird beschrieben, wie Gott zunächst einmal die Tierwelt erschaffen hat. Und dann heißt es in Vers 26 von 1. Mose 1, und Gott sprach, lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alle Tiere des Feldes und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Vers 27, und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Weib. Warum diese merkwürdige Aussage? Diese merkwürdige Formulierung, haben Sie sich einmal schon Frage und Antwort dazu gegeben? Ist das nur eine grammatikalische Form, eine Redeweise, die die Gelehrten Pluralis Majestatis nennen? Mit anderen Worten, ein König, der von sich selbst sagt, wir, König von England zum Beispiel, haben hiermit bestimmt. Nun, historische Bücher und Nachschlagewerke machen deutlich, dass die frühen Hebräer mit diesem Konzept des Pluralis Majestatis gar nicht vertraut waren. Das ist eine Idee, die erst viel später von den Griechen entwickelt wurde und sodann von den Römern übernommen wurde. Lesen wir einmal die folgende Definition aus dem DTV-Lexikon unter Plural. Da heißt es hier Pluralis Majestatis oder auch Pluralis Majestaticus, mit anderen Worten, lateinisch für die Mehrzahl der Erhabenheit, die Mehrzahl wir, wenn sie von einer redenden Person, zum Beispiel von Fürsten, statt der Einzahl ich, gebraucht wird. Der Pluralis Majestatis ist an den hellenistischen Höfen entstanden und kam über Rom in das monarchische Titelwesen der Neuzeit. Mit anderen Worten, eine Erfindung der Griechen, die dann über Rom in die westliche Welt gelangt ist. So, dann findet sich auch folgende Aussage in einem Buch von George Knight mit dem Titel Eine christliche Theologie des Alten Testamentes. Das ist 1959 in England erschienen. Es heißt hier auf Seite 66, einige haben gesagt, dass dieser Plural ein Pluralis Majestatis ist. Doch dies bedeutet, in die hebräische Sprache eine moderne Ausdrucksweise hineinzulesen. Soweit uns die biblischen Berichte helfen können, werden die Könige von Juda und Israel immer im Singular angesprochen. Wie wir in der heutigen Predigt sehen werden und wie wir das bereits in der letzten Predigt mit dem Titel War und ist Christus Gott gesehen haben, ist der Grund dafür, dass Gott hier gesagt hat, lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, darin zu sehen, dass Gott nicht nur aus einer Person besteht. Gott ist eine Familie. Gott besteht zurzeit aus dem Vater und dem Sohn, Jesus Christus. Zwei Persönlichkeiten. Und diese Persönlichkeiten haben immer schon als Gott existiert. Wenn es also hier heißt, dass Gott sagte, lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, so bedeutet dies, dass der Vater zu dem Sohn sprach. Und dass es dann der Sohn war, der den Menschen erschuf, auf die Aussage des Vaters hin. Wir hatten dies bereits in der letzten Predigt gesehen, dass Gott der Vater alles durch Jesus Christus erschaffen hat. Wir wollen heute noch ein bisschen näher darauf eingehen. Zunächst einmal ergibt sich diese Schlussfolgerung, dass Gott eine Familie ist, dass er aus mehr als nur einer Person besteht, allein aus der Tatsache, wenn man sich das hebräische Wort für Gott einmal näher anschaut, wie es hier in 1. Mose 1, Vers 26 gebraucht wird. Wenn es hier heißt, und Gott sprach, lasset uns Menschen machen,
dann steht für das hebräische Wort Gott das Wort Elohim. Elohim. E-L-O-H-I-M. Elohim. Und dieses Wort kann durchaus ein plurales Wort sein. Das heißt, dieses Wort kann, obwohl es von der Grammatik hier im Singular gebraucht wird, in den meisten Fällen zumindest, von der Bedeutung her, das heißt dem Sinne nach, plural sein. Wir sprechen zum Beispiel von einem Club, von einer Kirche, von einer Familie. Das sind singulare Wörter. Aber eine Familie besteht aus mehr als nur einem Mitglied. Das gleiche gilt für einen Club. Das gleiche gilt von einer Kirche. Wenn eine Kirche nur aus einem Mitglied bestehen würde, dann hätten wir keine Kirche. Das gleiche gilt von einer Versammlung oder eben, wie gesagt, von einem Club. Viele Kommentare stellen klar und deutlich heraus, dass das hebräische Wort Elohim, das also hier mit Gott übersetzt wurde, ein plurales Wort sein kann. Das heißt, ein Wort, das manchmal von der Form her im Singular gebraucht wird, jedoch plurale Bedeutung hat. Hören Sie hier mal folgende Aussage von dem Kommentar von Adam Clark an, was er hierzu zu sagen hat. Und ich zitiere: Das Wort Elohim, Gott, ist mit Sicherheit die plurale Form von El, E-L, oder Eloah, E-L-O-A-H, und ist schon seit Langem von vielen Gelehrten so aufgefasst worden, dass es eine Pluralität von Personen in der Gottheit darstellt. Haben Sie das mitbekommen? Dieses Wort Elohim beschreibt eine Pluralität von Personen innerhalb der einen Gottheit, der Gottfamilie. Adam Clark fährt dann fort zu erklären, dass das singulare Verb schuf, mit anderen Worten, und Gott schuf sie, das dem pluralen Hauptwort Elohim oder Gott folgt, auf die Einheit, auf die Einigkeit der göttlichen Personen hinweist. Es herrschte totales Einverständnis zwischen ihnen, als sie den Menschen schufen. Es geht nicht darum, dass es nur eine Gottpersönlichkeit war, sondern dass es die Einheit der Gottfamilie war, die den Menschen schuf. Später wendet sich Adam Clark dann auch gegen den Versuch einiger, zu behaupten, dass das Wort Elohim kein plurales Wort sein kann. Und er schreibt: Einige Christen haben sogar voller Verzweiflung versucht zu beweisen, dass das Wort Elohim ein Hauptwort sei, das lediglich singulare Bedeutung hat. Doch dies hat niemand jemals beweisen können. Es wäre dann ebenfalls möglich zu beweisen, dass es überhaupt keine Mehrzahl in der Sprache gibt. Ein anderer Kommentar, der sehr anerkannte Kommentar von Jameson, Fawcett und Brown, hat Folgendes über das Wort Elohim zu sagen, und ich zitiere erneut: Eine bemerkenswerte Besonderheit findet sich im Hinblick auf dieses Wort Elohim. Denn es ist ein plurales Hauptwort, das in Beziehung gebracht wird zu einem singularen Verb. Sowohl dieser Wechsel von singularen und pluralen Formen als auch die häufige Verbindung beider Formen im gleichen Satz stellt eine Besonderheit im Hebräischen dar, das sich kaum in einer anderen Sprache findet. Dies war nicht etwa das Resultat eines grammatikalischen Defektes, da das Wort Elohim nämlich bereits in der singularen Form existierte. Deshalb müssen wir zu dem Ergebnis kommen, dass der plurale Gebrauch dieses Wortes, mit anderen Worten des Wortes Elohim, etwas in verschleierter Form lehrt, zu Beginn der Bibel, das in späteren Stellen klar offenbar wird, nämlich dass, obwohl Gott eins ist, eine Pluralität in der Gottheit besteht, die zusammen an der Schöpfung beteiligt war. Ist es nicht interessant, meine Damen und Herren, dass viele von dieser Lehre noch nie etwas gehört haben? Eine Lehre, die sich durch die ganze Bibel hindurchzieht, dass im Anfang, bevor es überhaupt irgendetwas anderes gab, Gott existierte und zwar in der Form von zwei Personen, dem Vater und dem Sohn. George Knight hat ein Buch geschrieben mit dem Titel »Eine christliche Theologie des Alten Testamentes«. Und er weist darauf hin, dass das hebräische Wort Adam, das also mit Mensch übersetzt wird, sich auf den individuellen Menschen
Adam beziehen kann, aber auch auf den Menschen als Gattung und sogar auf Mann und Frau. Und dass die Bibel gleichwohl sagt, dass die zwei eins sind. Und Knight geht so dann näher auf das Wort Elohim ein, wenn er Folgendes sagt. Und ich zitiere erneut. Die Hauptwörter Ma-Jim für Wasser, Sha-Ma-Jim für Himmel und gewisse andere Wörter, die sich von einer singularen Wurzel ableiten, wie zum Beispiel Ne-Urim für Jugend, bilden eine Kategorie, zu der auch das Wort Elohim gehört. Mit anderen Worten, alle diese Worte hören ja mit I-M auf. Wasser zum Beispiel kann als individuelle Regentropfen oder als ein gewaltiger Ozean betrachtet werden. Doch es ist in beiden Fällen das gleiche Wasser. Wasser ist sowohl Singular als auch Plural. In gleicher Weise lesen wir, dass Elohim sagt, lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Wir haben bereits erklärt, dass Adam, das hier mit Mensch übersetzt wird, sowohl Singular als auch Plural sein kann. Also nicht nur das Wort für Elohim kann sowohl singulare als auch plurale Bedeutung haben, sogar das Wort für Adam oder für Mensch kann sich auf den Menschen beziehen, den individuellen Menschen. Er kann sich auf die Gattung Mensch beziehen und er kann sich auf die Frau und den Mann zusammen beziehen. George Knight macht also deutlich hier, dass sowohl Elohim als auch Adam singular oder plural sein können, je nach dem Zusammenhang. Nun, wie wir bereits gehört haben, haben einige behauptet, dass das Wort Elohim, wenn es sich auf Gott bezieht, den Gott des Alten Testamentes, immer mit einem singularen Verb gebraucht wird. Und sie wollen damit beweisen, dass Gott nur eine Person, nur ein Wesen sein kann. Nun, zunächst einmal sollte uns deutlich werden, dass dies eine Frage der Grammatik wäre, keine Frage des Sinnes oder der Bedeutung. Wir sagen ja auch nicht, die Familie sind, sondern wir sagen, die Familie ist. Und gleichwohl verstehen wir, dass das Wort Familie sich auf mehr als nur eine Person bezieht. Nehmen wir zum Beispiel das Wort Polizei. Das Wort Polizei kann sich auf einen Polizisten beziehen, der von sich selbst sagt, hier steht die Polizei. Es kann sich aber auch auf viele Polizisten beziehen. Es kann sich auf die Polizei als eine Gesamtheit, eine Organisation beziehen. Und gleichwohl ist das Verb, das im Zusammenhang mit Polizei gebraucht wird, immer Singular. Wir sagen ja nicht, die Polizei sind, sondern wir sagen immer, die Polizei ist. Und gleichwohl kann das Wort Polizei sogar die gesamte Organisation der Polizei mit einbeziehen. Nun sagen uns aber auch Kommentare, dass in verschiedenen Stellen im Hebräischen das Wort Elohim, also Gott, wenn es sich auf die wahre Gottheit bezieht, zusammen mit einem pluralen Wort gebraucht wird. Nicht nur immer mit einem singularen Verb, sondern manchmal sogar auch mit einem pluralen Verb. Und das zeigt natürlich ganz klar, dass das Wort Elohim plurale Bedeutung haben muss. Schauen wir uns einmal ein paar Beispiele an. 1. Mose Kapitel 35. 1. Mose Kapitel 35, die Verse 6 und 7. Da lesen wir, so kam Jakob nach Luz im Lande Kanaan, das nun Bethel heißt, samt all dem Volk, das mit ihm war, und er baute dort einen Altar und nannte die Stätte El Bethel, weil Gott sich ihm daselbst offenbart hatte, als er von seinem Bruder floh. Hier im Deutschen heißt es, weil Gott sich ihm daselbst offenbart hatte. Das Wort für Gott ist wiederum das Wort Elohim. Aber das Wort für offenbart steht im Plural, nicht im Singular, sondern im Plural im Hebräischen. Schauen wir uns auch 1. Mose Kapitel 20 an. 1. Mose 20 und in Vers 13. 1. Mose 20 und Vers 13. Und hier lesen wir, als mich aber Gott aus meines Vaters Hause wandern hieß, sprach ich zu ihr, seiner Frau, die Liebe tu mir an, dass wo wir hinkommen, du von mir sagst, ich sei dein Bruder. Hier geht es natürlich um Abraham. Aber Abraham sagt hier, als mich aber Gott, Elohim, aus meines Vaters Hause wandern hieß. Aber auch hier steht im Hebräischen das Wort hieß im Plural.
Mit anderen Worten, das Verb hieß bezieht sich hier auf das hebräische Wort Elohim, aber es wird im Plural gebraucht, andeutend, dass das Wort Elohim durchaus aus mehr als nur einer Person bestehen kann. Schauen wir uns auch eine Aussage des David an, in 2. Samuel Kapitel 7. 2. Samuel Kapitel 7 und in Vers 23. 2. Samuel Kapitel 7 und in Vers 23. Und das ist eine Aussage des David. Wo ist ein Volk auf Erden wie dein Volk Israel, um dessen Willen Gott, Plural natürlich Elohim, hingegangen ist, es zu erlösen, dass es sein Volk sei? Auch hier steht das Wort hingegangen im Hebräischen im Plural. Und gleichwohl wird von Gott gesprochen, der sein Volk erlöst hat, weil nämlich hier wiederum auf die Einheit innerhalb der Gottfamilie angesprochen wird. Beide Gottwesen waren sich total darin überein, dass sie dies tun wollten. Schauen wir uns auch eine interessante Stelle im Buch Prediger an, das ja von Salomo, dem Sohn Davids, geschrieben wurde. Nicht nur David verstand, dass Gott aus mehr als nur einer Person besteht, Salomo verstand das scheinbar auch. In Prediger Kapitel 12 und Vers 1 lesen wir: Denk an deinen Schöpfer in deiner Jugend, ehe die bösen Tage kommen und die Jahre sich nahen, da du wirst sagen, sie gefallen mir nicht. Der Jüngling hier soll an seinen Schöpfer denken, wie es heißt. Aber im Hebräischen heißt es nicht, denke an deinen Schöpfer, Singular, sondern es heißt, denke an deine Schöpfer, Plural. Und so finden wir ein weiteres Beispiel im Buch Jesaja. Jesaja Kapitel 54. Jesaja Kapitel 54 und in Vers 5. Lesen wir es auch hier zunächst einmal in der Lutherbibel. Jesaja Kapitel 54 und Vers 5. Da heißt es: Denn der dich gemacht hat, ist dein Mann, Herr Zebaoth heißt sein Name. Und dein Erlöser ist der Heilige Israels, der aller Welt Gott genannt wird. Der dich gemacht hat, ist dein Mann, übersetzt Luther hier in der revidierten Lutherbibel. Das ist allerdings eine unglückliche Verstümmelung. Im Hebräischen heißt es wörtlich: Deine Schöpfer sind deine Ehemänner. Also sowohl das Wort für der dich gemacht hat, ist dein Mann, mit anderen Worten Schöpfer, und auch Ehemänner werden im Plural gebraucht. Und das zeigt natürlich auch, dass es sich bei Gott nicht nur um ein Gottwesen handelt, sondern auch, dass beide Schöpfer sind. Und das haben wir ja bereits in der letzten Predigt gesehen, dass nämlich Gott der Vater alles durch Jesus Christus erschaffen hat. Beides sind Schöpfer. Lesen wir dies noch einmal im Hebräerbrief, im ersten Kapitel. Hebräer Kapitel 1, die Verse 1 und 2. Also sehen Sie, nicht nur im Neuen Testament, sondern bereits im Alten Testament wird deutlich zum Ausdruck gebracht, dass Gott aus zwei Persönlichkeiten besteht, dem Vater und dem Sohn, und dass es der Vater war, der zu dem Sohn sprach und sagte, lasset uns Menschen machen, und dass es dann der Sohn war, der die aktive Schöpfungsphase dann durchgeführt hat. Hebräer Kapitel 1, angefangen in Vers 1. Nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er auch die Welt gemacht hat. Das Universum, alles, was erschaffen ist, wurde von dem Sohn erschaffen, auf Geheiß des Vaters, sodass also sowohl der Vater als auch der Sohn Schöpfer genannt werden können, wie dies bereits auch im Alten Testament der Fall ist. Von daher besteht also Gott, laut Bibel, aus zwei Personen, dem Vater und dem Sohn. Und deswegen lesen wir auch gleich zu Anfang der Schrift die Aussage Gottes, lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei.
Nun, bevor ich darauf eingehen werde, was mit dem Bild gemeint ist, das heißt ja, lasset uns Menschen machen ein Bild, das uns gleich sei, möchte ich kurz auf ein Missverständnis eingehen. Das Missverständnis nämlich, warum die Israeliten und die Juden und viele Menschen heute glauben, dass Gott nur eine Person sei. Dieses Missverständnis beruht auf der Tatsache, dass natürlich einige Bibelstellen falsch verstanden worden sind. Und die Bibelstelle, die am meisten dafür zitiert wird, dass es nur ein Gottwesen gäbe, findet sich in 5. Buch Mose, Kapitel 6 und in Vers 4. 5. Buch Mose, Kapitel 6 und Vers 4. Eine Stelle, die heute noch so quasi als das Glaubensbekenntnis des Judentums bezeichnet wird. 5. Buch Mose, Kapitel 6 und Vers 4. Nun, wenn wir hier die revidierte Lutherbibel übersetzen, wird die Situation an sich ein wenig klarer. Aber zunächst einmal möchte ich darauf hinweisen, dass einige diese Stelle übersetzen wie: Der Herr, unser Gott, ist eins. Der Herr, unser Gott, ist eins. Und sie sagen, das bedeutet dann, es gibt nur eine Gottpersönlichkeit. Nun, das ist an und für sich eine relativ ungenaue Übersetzung. Die Zürcher Bibel schreibt: Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist ein Herr. Und die revidierte Lutherbibel schreibt: Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Nun, Adam Clark schreibt über diese Stelle Folgendes: Höre Israel, und dann zitiert er hier das Hebräische, ich versuche das mal nachzuempfinden: Shema Israel, Jehova Eli, Hainu, Jehova Achat. Diese Wörter kann man verschiedentlich übersetzen, aber alle möglichen Varianten innerhalb der Übersetzungen ergeben denselben Sinn. Israel, höre, Jehova oder Yahweh, unser Gott, ist ein Jehova. Oder Jehova ist unser Gott, Jehova ist eins. Oder Jehova ist unser Gott, Jehova allein. Oder Jehova ist unser Gott, Jehova, der eins ist. Wir sehen also die verschiedenen Möglichkeiten der Übersetzungen. Wir sehen aber auch, dass Jehova oder besser Yahweh eins ist, den man anbeten soll. Aber was ist damit gemeint? Schauen Sie, der Ausdruck für Jehova oder Yahweh kann sich laut Altes Testament sowohl auf den Vater als auch auf den Sohn beziehen. Schauen wir uns dies einmal an. In Jeremia Kapitel 23. Jeremia Kapitel 23 und die Verse 5 und 6. Auch das ist etwas, was, ich möchte dies behaupten, die wenigsten wissen. Die wenigsten wissen, dass der Herr des Alten Testamentes sowohl sich auf den Vater als auch auf den Sohn beziehen kann, obwohl natürlich in den meisten Fällen das Wort Yahweh sich in der Tat, wie wir in der letzten Predigt dies gesehen haben, auf den Sohn bezieht, nicht auf den Vater. Aber die Bezeichnung kann sich auf beide Persönlichkeiten innerhalb der Gottfamilie beziehen. Jeremia Kapitel 23, die Verse 5 und 6. Da sehen wir, wie Folgendes geschrieben steht: Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr. Das Wort hier ist das Wort für Yahweh. So, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich, also offensichtlich ist hier jetzt die Rede von Gott dem Vater, dass ich dem David einen gerechten Spross erwecken will. Und Christus ist ja dem Fleische nach von David entstammt. Der soll ein König sein, der wohl regieren und Recht und Gerechtigkeit im Lande üben wird. Zu seiner Zeit soll Juda geholfen werden und Israel sicher wohnen. Und dies wird sein Name sein, mit dem man ihn nennen wird: der Herr, Yahweh, unsere Gerechtigkeit. Also hier sagt der Vater, Yahweh, von seinem Sohn, dass der Sohn den Namen Yahweh haben würde. Er würde so bezeichnet werden. Aber er hatte den Namen immer schon. Jahwe bedeutet ja so viel wie ich bin, der ich bin oder der ewig Existierende. Und das gilt natürlich sowohl für den Vater als auch für den Sohn. Was bedeutet es aber, wenn wir hier in 5. Buch Mose gelesen haben, dass Gott oder Jahwe eins ist? Bedeutet dies wirklich, wie dies die Juden so allgemein behaupten, dass es nur ein Gottwesen gäbe?
Das war ja auch der Grund, warum die Juden zur Zeit Christi Christus steinigen wollten, als er von sich behauptete, dass er Gottes Sohn sei. Nun schauen wir uns die Worte Jesu Christi an in Johannes Kapitel 10. Johannes Kapitel 10 und Vers 30. Also wie gesagt, noch einmal die Frage, was bedeutet es, wenn hier geschrieben steht, dass Gott eins ist, dass Jahwe eins ist? Johannes Kapitel 10 und Vers 30. Er sagt, ich und der Vater sind eins. Vers 31. Und da hoben die Juden abermals Steine auf, um ihn zu steinigen. Die wussten genau, was Jesus hier sagte. Als er sagte, ich und der Vater sind eins, wussten sie, dass er sagte, dass er Gott sei. Gott im Fleisch. Und sie betrachteten dies als Blasphemie und deswegen versuchten sie, ihn zu töten. Also er sagt, ich und der Vater sind eins. Sagte er damit, wir sind alles beide nur eine Persönlichkeit? Johannes Kapitel 17, die Verse 20 bis 22. Johannes Kapitel 17, die Verse 20 bis 22. Hier ist es das Gebet, das Jesus spricht im Garten Gethsemane kurz vor seiner Verhaftung. Und er sagt hier zum Vater, ich bitte aber nicht alleine für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, damit sie alle, er spricht jetzt von allen seinen Jüngern, damit sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, wie wir eins sind. Nun, Christus hat mit Sicherheit nicht gesagt, alle Jünger sollten auf einmal zu einem Wesen werden. Und so ist auch natürlich Christus und der Vater nicht eine Person, sondern wenn es heißt, wir sind eins, und die Jünger sollen eins werden in uns, bedeutet dies, sie sollen die gleiche Gesinnung haben. Sie sollen eine Einheit darstellen. Sie sollen so denken, dass sie übereinstimmen, wie wir, der Vater und der Sohn, sagt Christus, eine gleiche Gesinnung haben. Schauen wir uns auch Johannes Kapitel 8 an. Johannes Kapitel 8, angefangen in Vers 16. Johannes Kapitel 8 und Vers 16. Wenn ich aber richte, sagt Christus, so ist mein Richten gerecht. Denn ich bin es nicht allein, sondern ich und der Vater, der mich gesandt hat. Auch steht in eurem Gesetz geschrieben, dass zweier Menschen Zeugnis wahr sei. Ich bin es, der von sich selbst zeugt, und der Vater, der mich gesandt hat, zeugt auch von mir. Da fragten sie ihn, wo ist dein Vater? Und Jesus antwortete, ihr kennt weder mich noch meinen Vater. Wenn ihr mich kenntet, so kenntet ihr auch meinen Vater. Ganz offensichtlich sagt Christus hier, dass sowohl der Vater als auch der Sohn zwei Personen sind. Das ist ja seine ganze Argumentation hier. Er sagt, mein Zeugnis ist wahr, weil es aufgrund von zweier Zeugen bestätigt wurde. Wenn er also nachher sagt, der Vater und ich sind eins, bedeutet dies nicht, dass er jetzt sagt, die wären eine Person, sondern er sagt, wir sind von der gleichen Gesinnung her eine Einheit. Schauen wir uns auch 1. Korinther Kapitel 6 an. 1. Korinther Kapitel 6. Wenn man also alle diese Stellen zusammenliest, dann sieht man das große Missverständnis, das heute noch im Judentum herrscht und das auch in gewisser Weise bei einigen Christen herrscht. Die Idee nämlich, dass Gott nur aus einer Person bestünde oder dass zumindest im Alten Testament es nur eine Person gegeben haben soll, die Gott war. Nichts von dem wird in der Bibel gesagt. 1. Korinther Kapitel 6, angefangen in Vers 16. Das sagt Paulus hier in menschlicher Weise. Oder wisst ihr nicht, wer sich an die Hure hängt, der ist ein Leib mit ihr. Denn die Schrift sagt, die zwei werden ein Fleisch sein. Wer aber dem Herrn anhängt, der ist ein Geist mit ihm. Also auch hier wiederum wird die Einigkeit, die Einheit beschrieben. Paulus sagt ja nicht, dass jemand, der jetzt mit einer Prostituierten zusammen schläft, auf einmal jetzt eine Person geworden sein soll. Aber die haben insoweit dann eine falsche Einheit hergestellt. Im Galaterbrief, Kapitel 3, Galaterbrief, Kapitel 3 und Vers 28. Galater, Kapitel 3 und Vers 28. Da sagt Paulus, hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer
in Christus Jesus. Die Menge, Bibel schreibt hier, ihr seid allesamt eine Einheit in Christus Jesus. Paulus sagt hier nicht, dass auf einmal alle Juden und Griechen und Sklaven und Freien und Männer und Frauen eine Person geworden sein sollen, aber sie bilden nun eine Einheit. Sie sollen so denken, so fühlen, so leben, wie Gott in der Person Jesu Christi gelebt hat. Alle diese Stellen zeigen uns also, dass ein Fleisch, ein Leib, ein Mann nicht ein Wesen bedeuten muss, sondern mehr als nur ein Wesen beschreiben kann, aber es geht hier um eine Einheit. Die Juden hatten dies nicht begriffen und von daher stellen wir 5. Mose 6 missverstanden und haben von daher gelehrt, dass Gott nur eine Person sei. Etwas, was die Bibel im Alten Testament sowohl als auch im Neuen Testament nirgendwo lehrt. Und dann muss man natürlich auch den Zusammenhang sehen, mit dem 5. Buch Mose 6 geschrieben wurde. Wir sehen nämlich, dass Jahwe den heidnischen Göttern oder den heidnischen Götzen gegenübergestellt wird. Gott will Israel sagen, verehrt nicht die heidnischen Götter, sondern den wahren Gott Israels. Die Heiden hatten natürlich ein ganzes Pantheon von Göttern, die sich oft untereinander bekämpften. Doch für Israel sollte es nur einen Gott geben, das heißt eine Gottfamilie, die sich nicht miteinander zerstritt, sondern die einig war. Vollständig eins in Gesinnung. Das finden wir auch in einer weiteren Stelle im Jesaja-Brief, in Jesaja Kapitel 44. Jesaja Kapitel 44 und schauen wir uns Vers 6 an. Jesaja 44 und Vers 6, da heißt es, so spricht der Herr, der König Israels und sein Erlöser, der Herr Zebaoth, ich bin der Erste, ich bin der Letzte, außer mir ist kein Gott. Ich bin der Erste, ich bin der Letzte, außer mir ist kein Gott. Einige sagen, aha, das bedeutet nun, es gibt nur eine Gottpersönlichkeit, eben diejenige, die hier spricht. Auch in Jesaja 45, Vers 14, da heißt es, so spricht der Herr, Jahwe, der Ägypter Erwerb und der Kuschiter Gewinn und die hochgewachsenen Leute von Seba werden zu dir kommen und dein Eigen sein. Sie werden dir folgen, in Fesseln werden sie gehen und werden zu dir kommen und niederfallen und zu dir flehen. Nur bei dir ist Gott und sonst ist kein Gott mehr. Und dann sagt er hier in Vers 15, fürwahr, du bist ein verborgener Gott, du Gott Israels, der Heiland. Aber schauen Sie, alle diese Stellen sollen natürlich zeigen, wenn man die Interpretation der Juden sich anschaut, dass Gott nur aus einer Person besteht, aus einem Wesen. Aber auch hier muss man den Zusammenhang sehen. Gott sagt, es gibt keinen Gott außer ihm. Das heißt, andere heidnische Götzen oder Götter zählen nicht, sollten nicht existieren. Wir haben ja bereits auch in der letzten Predigt gesehen, dass Christus kam, um die Juden darüber aufzuklären, um den Juden zu offenbaren, wer der Vater war, weil die an und für sich aufgrund eines Missverständnisses solcher Stellen den Vater gar nicht kannten. Die gingen davon aus, Gott besteht nur aus einer Persönlichkeit. Aber schauen wir uns einmal an, was Johannes in Offenbarung Kapitel 1 schreibt. Wir hatten ja gerade im Alten Testament gelesen, dass Jahwe sagt, ich bin der Erste, ich bin der Letzte. Nun, wussten Sie, dass sich diese Stelle sowohl auf den Vater als auch auf den Sohn bezieht? Auf beide Gottwesen? Offenbarung Kapitel 1, angefangen Vers 13. Hier sieht Johannes in einer Vision den auferstandenen, verherrlichten Jesus Christus. Und schauen Sie es auch einmal an, wie der hier beschrieben wird. Angefangen in Vers 13. Ich sah mitten unter den Leuchtern einen, der war einem Menschensohn gleich, angetan mit einem langen Gewand und gegürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und sein Haar war weiß wie weiße Wolle, wie der Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme. Und seine Füße wie Golderz, das im Ofen glüht. Und seine Stimme wie großes Wasserrauschen. Das sieht ein bisschen anders aus, als wie man heute gemeinhin Christus darstellen will, als einen leidenden Menschen am Kreuz. Hier wird ein verherrlichtes, allgewaltiges Wesen beschrieben. Vers 16, er hatte 7 Sterne in seiner rechten Hand. Und aus seinem Munde ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Und sein Angesicht leuchtete, wie die Sonne scheint. In ihrer Macht. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot.
Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte. Also Jesus bezieht diese Aussage jetzt auf sich selbst. Ich bin der Yahweh des Alten Testamentes, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige und ich war tot. Für 3 Tage und 3 Nächte lag er tot im Grab. Und siehe, ich bin lebendig, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und ich habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Mit anderen Worten, er war derjenige, der jetzt bestimmen konnte, wer sterben und wer leben würde. In Kapitel 22 im Buch der Offenbarung wird ebenfalls von Jesus Christus gesprochen. Und auch hier wird wiederum betont, dass er der Erste und der Letzte ist. Offenbarung Kapitel 22, angefangen in Vers 12. Er sagt, siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, einem jeden zu geben, wie seine Werke sind. Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Vers 20. Es spricht, der dies bezeugt, ja, ich komme bald. Amen, ja, komm, Herr Jesus, sagt Johannes hier. Also Christus ist der Erste und der Letzte. Aber das Buch der Offenbarung zeigt uns auch, dass der Vater der Erste und der Letzte ist. Mit anderen Worten, dass diese Aussage sowohl auf den Vater als auch auf Christus angewendet werden kann. Offenbarung Kapitel 21, die Verse 3 bis 7. Ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen. Hier ist die Rede von dem Vater. Und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers, umsonst. Wer überwindet, der wird es alles ererben, und ich werde sein Gott sein, und er wird mein Sohn sein. Also hier spricht der Vater, aber auch er ist der Erste und der Letzte. So sehen wir also auch hier wiederum, dass das Wort Yahweh, was ja die Bezeichnung hat von ich bin, der ewig Lebende, der Erste und der Letzte, sich sowohl auf den Vater als auch auf den Sohn bezieht. Und gleichwohl möchte ich auch hier jetzt einiges klarstellen, denn da könnte es jetzt zu Missverständnissen führen. Die Tatsache nämlich, dass sowohl der Vater als auch der Sohn Jesus Christus Gott sind, dass sie beide Mitglieder der Gottfamilie sind, bedeutet nicht, dass sie beide die gleiche Autorität hätten, dass sie beide die gleiche Rangordnung hätten, wenn man dies so ausdrücken will. Denn Jesus Christus sagte deutlich, als er hier auf Erden war, dass der Vater größer war als er. Also die Idee, dass der Vater und der Sohn gleich sind in Autorität, ist verkehrt. Wird nirgendwo in der Bibel gelehrt. Schauen wir uns Johannes Kapitel 14 an. Johannes Kapitel 14 und Vers 28. Und dieses Autoritätsverhältnis wird bereits schon im Alten Testament in der ersten Mosestelle zum Ausdruck gebracht, als Gott der Vater dem Sohn sagt, lasset uns Menschen machen. Schauen wir hier Johannes 14 und Vers 28 uns an. Da heißt es hier, dass Christus sagt, ihr habt gehört, dass ich euch gesagt habe, ich gehe hin und komme wieder zu euch. Hättet ihr mich lieb, so würdet ihr euch freuen, dass ich zum Vater gehe, denn der Vater ist größer als ich. Der Vater ist größer als ich. Selbst die Dämonen wussten dies. Es gibt eine Stelle im Markus-Evangelium. Schauen wir uns dies kurz einmal an. Markus Kapitel 5. Hier wird von einem Menschen gesprochen, der von einem Dämon besessen war. Und er kam jetzt zu Christus und wollte irgendwie von ihm entweder geheilt werden oder wollte ihn in irgendeiner Form bedrängen. Markus Kapitel 5 und angefangen in Vers 2. Und als er Christus aus dem Boot trat, lief ihm alsbald von den Gräbern her ein Mensch entgegen mit einem unreinen Geist, mit anderen Worten mit einem Dämon. Vers 6. Und als er aber Jesus sah von Ferne, lief er hinzu und fiel vor ihm nieder. Also er wusste genau, dieser Dämon, der diesen Menschen hier jetzt anführte,
der wusste, wer Christus war, der fiel vor ihm nieder und er schrie laut, Vers 7, Was willst du von mir, Jesus, du Sohn Gottes des Allerhöchsten? Ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht. Also selbst die Dämonen wussten, dass Christus der Sohn Gottes war, aber dass er gleichwohl der Sohn des Allerhöchsten war, dass der Vater der Allerhöchste ist innerhalb der Gottfamilie. Interessant ist auch, dass im 1. Korinther Kapitel 15 davon gesprochen wird, dass Christus zu Ende seiner Herrschaft hier auf Erden das Reich dem Vater überantworten wird. Auch hier zeigt sich wiederum das Autoritätsverhältnis. 1. Korinther 15, angefangen in Vers 24, Paulus sagt, Danach kommt das Ende, wenn er, Christus, das Reich Gott dem Vater übergeben wird, nachdem er alle Herrschaft und alle Macht und Gewalt vernichtet hat. Vers 28. Wenn aber alles ihm untertan sein wird, dann wird auch der Sohn selbst untertan sein dem, der ihm alles unterworfen hat. Also der Sohn Jesus Christus wird weiterhin Gott dem Vater untertan sein. So heißt es hier, damit Gott sei alles in allem. Also hier auch wiederum das Autoritätsverhältnis wird klar deutlich gemacht. All dies zeigt, dass Gott die höchste Autorität innerhalb der Gottfamilie ist, dass er den höchsten Rang einnimmt. Schauen wir uns auch 1. Korinther Kapitel 11 an, die Verse 1 bis 3. 1. Korinther 11, die Verse 1 bis 3. Paulus sagt hier, folgt meinem Beispiel, wie ich dem Beispiel Christi. Ich lobe euch, weil ihr in allen Stücken an mich denkt und an den Überlieferungen festhaltet, wie ich sie euch gegeben habe. Ich lasse euch aber wissen, dass Christus das Haupt eines jeden Mannes ist. Der Mann aber ist das Haupt der Frau. Gott aber ist das Haupt Christi. Auch hier wiederum wird das Autoritätsverhältnis beschrieben, wie der Mann das Haupt der Frau sein sollte, wie der Mann also die Familie mit Liebe regieren sollte, führen sollte, so ist auch Gott der Vater das Haupt Jesu Christi. Und gleichwohl haben wir gelesen, dass zwischen beiden eine totale Einheit besteht. Hier gibt es also keine Kämpfe, keine Versuche der Rebellion des einen gegenüber dem anderen, eine totale Einheit. Und gleichwohl ist Gott der Vater höher im Rang, in Autorität, als der Sohn. 1. Korinther, Kapitel 3, die Verse 21 bis 23. Darum rühme sich niemand eines Menschen, denn alles ist euer. Es sei Paulus oder Apollos oder Kephas, es sei Welt oder Leben oder Tod, es sei Gegenwärtiges oder Zukünftiges, alles ist euer. Ihr aber seid Christi, Christus aber ist Gottes. Auch hier wiederum wird die Autorität innerhalb der Gottfamilie zum Ausdruck gebracht. Wir sehen also, dass der Vater und Jesus Christus beides Gottwesen sind. Dass Christus Gott gleich ist, im Sinne von seiner Wesenheit. Aber gleichwohl hat der Vater die höchste Autorität innerhalb der Gottfamilie. Und er wird sie ja immer haben. Daran wird sich nie etwas ändern. Ich möchte auch klarstellen, dass Engel nicht Teil der Gottfamilie sind. Engel sind geschaffene Wesen, wie es heißt, ausgesandt für die, die das Heil erben sollen. Für die, die, wie wir jetzt sehen werden, Teil der Gottfamilie sein sollen oder werden können. Denn das ist nämlich jetzt der Grund, warum Gott im Anfang gesagt hat, lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Zunächst einmal ging es um eine physische Erschaffung. Mit anderen Worten sieht der Mensch in einer physischen Hinsicht so aus wie Gott, wie wir das ja auch gesehen hatten, wie Christus beschrieben wird in der Vision, die Johannes hatte im Buch der Offenbarung. Aber das Potenzial des Menschen ist, auch Gott gleich zu werden in geistlicher Hinsicht. Und der Beginn einer solchen Entwicklung findet sich, wenn man den Heiligen Geist Gottes erhält. Das Unterpfand sozusagen. Die Zeugung in die Gottesfamilie. Aber noch nicht die Geburt. Die Geburt findet erst bei der Auferstehung statt. Aber schauen wir uns an in 2. Petrus Kapitel 1, wie Petrus dies hier beschreibt. 2. Petrus Kapitel 1, die Verse 3 bis 4. 2. Petrus Kapitel 1, die Verse 3 bis 4. Da sagt Petrus, alles was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt,
durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Kraft. Durch sie sind uns die teuren und allergrößten Verheißungen geschenkt, damit ihr dadurch Anteil bekommt an der göttlichen Natur, die ihr entronnen seid, der verderblichen Begierde in der Welt. Wir sollen also Anteil erhalten an der göttlichen Natur. Die zweite Phase der Erschaffung des Menschen soll beginnen. Und wir erhalten den Anteil an der göttlichen Natur durch den Geist Gottes, der uns bei der Taufe nach der Reue, nach der Vergebung unserer Sünden gegeben werden kann. In Philipper Kapitel 2 finden wir eine interessante Stelle in Versen 14 und 15. Philipper Kapitel 2, die Verse 14 und 15. Tut alles ohne Murren und ohne Zweifel, damit ihr ohne Tadel und lauter seid, Gottes Kinder. Die Menge-Übersetzung schreibt hier, Gottes Kinder in einem Wort. Ganz klar eine Andeutung darauf, dass wir in der Tat Gottes Kinder sind, bereits jetzt schon, wenn wir den Heiligen Geist haben, gezeugte Kinder, aber noch nicht wiedergeborene Kinder. Das kommt erst bei der Auferstehung. Was ist denn damit gemeint? Als Gott den Menschen nach seinem Bilde erschuf. Ein Bild, das ihm gleich sein soll. Ist dies lediglich symbolisch gemeint, wie einige sagen? Die sagen, ja, also Gott hat den Menschen in der Weise erschaffen, dass er über die Tiere herrschen würde, wie Gott ja über die Welt herrscht. Das ist der einzige Grund, warum es heißt, dass der Mensch dem Bilde Gottes nachgeschaffen worden ist. Schauen wir uns die biblische Antwort an und hören wir nicht auf das, was Menschen so uns sagen. In 1. Mose Kapitel 5 wird nämlich deutlich gemacht, was es heißt, wenn man nach einem Bilde erschaffen ist. 1. Mose Kapitel 5, angefangen in Vers 1. Dies ist das Buch von Adams Geschlecht. Als Gott den Menschen schuf, machte er ihn nach dem Bilde Gottes und schuf sie, also hier wird auch der Mensch dann auf einmal jetzt im Plural beschrieben, schuf sie als Mann und Frau und segnete sie und gab ihnen den Namen Mensch oder Adam zur Zeit, da sie geschaffen wurden. Und Adam war 130 Jahre alt und zeugte einen Sohn ihm gleich und nach seinem Bilde und nannte ihn Seth. Also Adam zeugte einen Sohn und dieser Sohn war Adam gleich. Er war nach dem Bilde Adam gezeugt. In gleicher Weise schuf Gott den Menschen nach seinem Bilde, ihm gleich. Da sollte also wirklich wenig Missverständnis herrschen, was damit gemeint ist. Wir sehen, dass Gott den Menschen nach seinem Bilde schuf, dass Gott gleich war. Wie der Mensch Adam einen Sohn, nämlich Seth, hervorbrachte, der nach dem Bilde Adam hervorgebracht wurde und Adam gleich war. Der sah so aus wie Adam. Ebenso sieht der Mensch so aus wie Gott in diesem physischen Sinne. Denn Gott ist ja kein physisches Wesen. Es sollte also klar sein, dass wie der Mensch den Menschen nach seinem Bilde oder ihm gleich zeugt, so schafft Gott den Menschen nach Gottes Bilde, Gott gleich. Zunächst einmal nur in physischer Hinsicht, aber mit einem gewaltigen Potenzial, nämlich ein geistliches Mitglied der Gottfamilie zu werden. Wir haben den Vater, wir haben den Sohn und wir werden heute bereits schon als gezeugte Kinder beschrieben. Christus wird als der Erstgeborene unter vielen Brüdern beschrieben. Das sind nicht nur symbolische, figurative Ausdrucksweisen, das ist sehr wörtlich zu nehmen. Schauen wir uns 1. Mose Kapitel 9 an und Vers 6, wo das wiederum zum Ausdruck kommt. 1. Mose Kapitel 9 und Vers 6, wo Gott sagt, wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll durch die Menschen vergossen werden, denn Gott hat den Menschen zu seinem Bilde gemacht. Nicht den Tieren gleichgestellt, noch nicht einmal den Engeln gleichgestellt. Wir lesen nämlich in anderen Stellen, dass wir einmal über Engel herrschen werden.
So hat Gott auch nicht zu Engeln gesprochen, als er gesagt hat, lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Denn Engel waren ja bereits vor den Menschen erschaffen. Damit wäre keine Besonderheit dargestellt worden. Die Besonderheit war, dass der Mensch dem Bilde Gottes gleichgestellt werden sollte. Das kann man auch ganz deutlich dadurch beweisen, wenn man sich einmal das Wort Bild im Hebräischen anschaut. Was ist mit dem Wort Bild gemeint? Das hebräische Wort für Bild ist Tselem, T-S-E-L-E-M. Und diese Stellen, die wir jetzt lesen werden, zeigen uns ganz, ganz deutlich, was mit dem Wort Bild gemeint ist. 4. Mose, Kapitel 33. 4. Mose, Kapitel 33. Wir wollen da also gar nicht und brauchen da gar nicht zu spekulieren, was damit gemeint sein könnte, denn hier wird es uns deutlich gesagt. 4. Mose 33 und Vers 52. Da wird hier von Götzendienern gesprochen. Und da heißt es hier, so sollt ihr alle Bewohner vertreiben vor euch her und alle ihre Götzenbilder und alle ihre gegossenen Bilder zerstören und alle ihre Opferhöhlen vertilgen. Nun, wie ein gegossenes Bild, das Wort hier ist natürlich das hebräische Wort Tselem, wie ein gegossenes Bild das Aussehen des heidnischen Gottes darstellt, so spiegelt also der Mensch, das wahre Bild Gottes, das Aussehen Gottes wider. Natürlich nur in physischer Hinsicht, natürlich nicht im herrlichen oder verherrlichten Zustand. Aber Gott, wenn er sich im Alten Testament offenbarte, wie wir dies auch bereits schon in der letzten Predigt gesehen haben, offenbart er sich als wie ein Mensch, mit Händen, mit Füßen, mit Hüften, mit Armen, mit Beinen, mit Augen, mit einem Kopf. 1. Samuel, Kapitel 6. 1. Samuel, Kapitel 6 und Vers 5. 1. Samuel, Kapitel 6 und Vers 5. Hier geht es auch wiederum um eine Götzenanbetung. Und jetzt sagt dieser heidnische Götzendiener, so macht nun Abbilder eurer Beulen und eurer Mäuse, die euer Land zugrunde gerichtet haben, dass ihr dem Gott Israels die Ehre gebt. Vielleicht wird seine Hand leichter werden über euch und über euren Gott und über euer Land. Aber auch wiederum hier das Wort für Abbilder, macht euch Abbilder von euren Beulen, ist das Wort Tselem. Sie sollten sich also hier Bilder machen von Mäusen und von Beulen. Sie sollten also die Mäuse und die Beulen darstellen durch ein Bild, ein Abbild. Sie sollten also so aussehen wie die Mäuse und die Beulen. Auch hier wiederum zeigt sich deutlich, was mit einem Bild dann gemeint ist. Man könnte heute sagen, eine Fotografie. Das wird so dargestellt, wie jemand dann auch aussieht. Hesekiel Kapitel 23, ein weiteres Beispiel. Hesekiel Kapitel 23 und in Vers 14. Aber diese trieb ihre Hurerei noch weiter. Denn sie sah Bilder von Männern an der Wand, in roter Farbe, Bilder von Chaldäern. Auch hier wiederum das Wort für Bild ist Tselem, das gleiche Wort, das gebraucht wird, wenn Gott sagt, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Hier werden also Bilder von Menschen dargestellt. Die sehen so aus, wie dann auch die Menschen wirklich aussehen. Eine Fotografie, ein Abbild. Genauso wird es auch dargestellt im Hinblick auf den Menschen, der ein Abbild ist, ein Bild ist Gottes. In Daniel Kapitel 2. Lesen wir von der berühmten Prophezeiung, die der König Nebukadnezar erhielt in einem Traum. Der sah dieses gewaltige Bild, diese Statue, die dann so aussah wie ein Mensch, das aber natürlich Weltreiche versinnbildlichte. Aber in Daniel Kapitel 2 und in Vers 31 sagt Daniel ihm, du König hattest einen Traum und siehe ein großes und hohes und hell glänzendes Bild stand vor dir, das war schrecklich anzusehen. Und dieses Bild wird dargestellt als das Bild eines Menschen. Also auch hier wiederum ein Abbild. Nun, ich möchte auch kurz noch einige Stellen hier erwähnen, in denen das hebräische Wort gebraucht wird, das in 1. Mose Kapitel 1, Vers 26 mit gleich übersetzt wird. Das heißt ja, ein Bild, das uns gleich sei. Das Wort für gleich im Hebräischen heißt Demut. Aber es wird dann am Ende mit einem H geschrieben, also D-E-M-U-T-H, Demut. Nun, in 2. Könige Kapitel 16, 2. Könige Kapitel 16, angefangen in Vers 10, lesen wir, wie dieses Wort gebraucht wird. 2. Könige 16, angefangen in Vers 10.
Und der König Ahas zog Tiglath-Pileser entgegen, dem König von Assyrien, nach Damaskus. Und als er den Altar sah, der in Damaskus war, sandte der König Ahas zum Priester Uriah Maße und Abbild des Altars, ganz wie dieser gemacht war. Und der Priester Uriah baute einen Altar und machte ihn so, wie der König Ahas zu ihm gesandt hatte von Damaskus, bis er selbst von Damaskus kam. Hier wird also ein Abbild dargestellt, das genauso aussah wie der Altar, den Ahas in Damaskus gesehen hatte. Nun, das Wort für Abbild heißt allerdings im Hebräischen Demut. Das heißt, der Altar, den Uriah baute, war dem Altar gleich, wie es übersetzt werden sollte, den Ahas gesehen hatte. Der sah genau so aus. Auch hier wird der Mensch dann dargestellt, im ersten Buch Mose, als genauso aussehend wie Gott, wenn seine Schöpfung vollkommen ist. Zurzeit nur im physischen Hinblick. Aber das Potenzial ist, Gott gleich zu werden in geistlicher und geistiger Beziehung. Ein verherrlichtes Gottwesen zu werden. Der Mensch soll Gott gleich sein. Äußerlich sowohl als auch charakterlich. Der Mensch soll Gott repräsentieren. Schauen wir uns auch in Daniel Kapitel 10 an, was in Vers 16 geschrieben steht. Daniel Kapitel 10 und Vers 16. Daniel Kapitel 10 und Vers 16. Und siehe, einer, der einem Menschen gleich war, auch hier wiederum wird das Wort Demut genannt, im Hebräischen, rührte meine Lippen an. Und da tat ich meinen Mund auf und redete und sprach zu ihm, der vor mir stand, mein Herr, meine Glieder beben, als ich das Gesicht hatte und es war keine Kraft mehr in mir. Daniel spricht hier mit einem Engel. Aber der Engel manifestiert sich hier jetzt in physischer Form und er wird jetzt so beschrieben als jemand, der einem Menschen gleich war. Der sieht also dann so aus wie der Mensch. Einige Engel sehen in der Tat wie Menschen aus, aber nicht alle. Aber dieser Mensch war einem Menschen, in Anführungszeichen, oder dieser Engel vielmehr, war einem Menschen, in Anführungszeichen, gleich. Gleich worin? Nun, offensichtlich ist hier von dem Aussehen des Engels die Rede. Und wie dieser Engel einem Menschen, in Anführungszeichen, gleich war, so soll der Mensch Gott gleich sein. Ein Bild sein, das dem Gottwesen gleich ist. Der Mensch ist daher im buchstäblichen Sinne ein Bild Gottes. Gott gleich, aber zunächst einmal nur in physischer Hinsicht. Aber das soll sich ändern, das Potenzial des Menschen ist, ein Gottwesen zu werden, Gott total gleich zu werden. Die Erschaffung des Menschen erfolgte von daher in zwei Stufen, wenn man das so sehen will. Zunächst auf der physischen Ebene, mit dem Potenzial aber auch ein geistiges Wesen zu werden, Gott gleich zu werden in der Auferstehung. David hat das klar verstanden. In Psalm 17 und Vers 15 sagt er Folgendes. Psalm 17 und Vers 15. Psalm 17 und Vers 15. Ich aber will schauen dein Antlitz in Gerechtigkeit. Ich will satt werden, wenn ich erwache. Also hier schreibt er von einer Auferstehung. Wenn ich erwache, ich will satt werden, jetzt übersetzt Luther, an deinem Bilde. Aber andere Übersetzungen haben hier, ich will satt werden, wenn ich erwache, mit deinem Bilde. Die anerkannte spanische Übersetzung, Reina Valera, bringt es so. Wenn ich erwache, zu deinem Bilde. Mit anderen Worten, wenn ich aussehe wie du, wenn ich vollständig zu deinem Bilde geworden bin, nicht nur äußerlich, physisch, sondern geistlich, geistig, auch charakterlich. Wir sehen also, dass das Alte Testament bereits offenbart, dass sich Gott durch den Menschen vermehrt, der den Menschen nach dem Bilde Gottes schuf, Gott gleich. Ich werde an dieser Stelle abbrechen. Und werde dann in der nächsten Predigt auf Stellen im Neuen Testament eingehen, die uns ebenfalls klar und deutlich zeigen, dass es das Potenzial des Menschen ist, Gott gleich zu werden in der Auferstehung. Nicht nur in physischer Hinsicht,
Das sind wir bereits heute schon, sondern in geistlicher Hinsicht. Und wir werden auch erklären, warum es heißt, dass Christus das Ebenbild Gottes des Vaters ist und dass wir Anteil haben sollen an seinem Bilde. Für heute bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe Ihr Norbert Lenk für die Kirche des ewigen Gottes.